So. Ich hab so. Letztes Mal hat es diesen schönen Absturz gegeben. Das war jetzt nochmal der Fall. Jetzt habe ich aber wirklich alles weg. Der Ork Miner ist noch da. Der hat das Ganze überlebt, aber ich weiß jetzt warum. Anscheinend gab es durch den Patch irgendein Problem mit Dingen, die über diesen Verbinder miteinander verbunden waren. Diese Verbindung war wohl nicht stabil, weil der Ork Miner praktisch, wenn das jetzt hier der Verbinder des. Das war da noch ein Teil. Anscheinend muss da noch ein Teil gewesen sein, was ich übersehen habe. Also wenn das hier der Verbinder des Schiffs ist, ja, und dann jetzt praktisch hier dieser Ork-Miner dran sitzt, dann ist es ja eigentlich bündig, ne? Das passt sich. Das. So, der Ork-Miner war jetzt so verrutscht, dass er wirklich noch mit einer kleinsten Kante dann hier unten dran saß. Ja, und so schräg, praktisch dann so, dann hier und nur mit so dieser kleinen Kante Kontakt hatte dazu. Ansonsten wäre der auch noch hinüber gewesen. Ich habe sehr, sehr viele Teile im Wrack, also was heißt im Wrack, also hier im Schiff gefunden. Die habe ich alle eingesammelt, ins zentrale Lager gepackt. Ich hoffe, dass wir damit irgendwie hier einen Anfang schaffen. Ich habe keine Ahnung. Gespeichert ist, falls irgendwas passieren sollte, haben wir diesen Speicherstand, nachdem alles aufgeräumt ist. Aber ich würde nämlich jetzt gerne hier nochmal näher ranspringen. Also, wir können nicht ins Gravitationsfeld springen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich möchte hier gerne Jump Drive Nummer 4. Erhöhe Distanz. Verringere Distanz, genau. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier auf die 6 und machen die Distanz geringer, was weiß ich. Versuch es mal. Okay, 70 ist es nicht. Machen wir 60. 50. Okay, 40 geht. Und dann sind wir direkt dran. Und können praktisch heute noch landen. Können heute noch versuchen zu landen. Sehr schön. Ich fühle mich sehr wohl dabei, ja. Definitiv. Ja, nein, ich bin jetzt schon wieder. Ich bin tot und. Ist denn da jetzt noch irgendwas überhaupt übrig? Nee, guck das an. Okay. Ich bin so froh, dass ich gespeichert habe. Weil das heißt, dann gehe ich jetzt wieder raus. Lade nochmal neu. Oh. Sprungantrieb hin. Das heißt, wir werden den Sprungantrieb nicht benutzen können. Was zum einen uns jetzt jede Menge Ressourcen bringt, wenn wir beide abbauen, beziehungsweise einen vielleicht abbauen. Zum anderen aber uns einfach mega in die Bredouille bringt, weil, ja, wir halt dann eine Quadrillion Jahre brauchen, um anzukommen. Beziehungsweise müssen wir dann auch dabei bleiben, weil es sind ja überall Asteroiden. Jetzt ist natürlich die Problematik auch so ein bisschen, so einfällt, vielleicht liegt das Ganze ja nicht daran, dass irgendwas momentan mit den Patches, gut, irgendwas muss damit nicht in Ordnung sein, ansonsten würden die Verbindungen ständig abreißen. Da zum einen muss irgendwas jetzt im Argen sein, zum anderen könnte es aber auch sein, dass irgendwo noch Einzelteile liegen, die jetzt dafür möglich wäre. Aber das werden wir nochmal rausfinden. Wir werden jetzt ganz sachte, gemütlich dahin fliegen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir dann wieder und also der Safe Game war leider warum auch immer defekt und als ich das Spiel geladen habe, war nur noch eine, ja, wie soll ich das sagen, es lässt sich schwer beschreiben, also praktisch dahin mit der, ja, das ist ja diese Plattform, wo oben oder beziehungsweise die Plattform, wo links und rechts diese
Garagen sind, wo der Ork Miner und der Ork Explorer waren. Ne? Also diese Hangarfläche plus hier hinten diese Rampe war noch da. Hier links diese großen Hydrogentriebwerke mit ein paar von den anderen. Und hier vorne unten eine flache Ebene war da. Ansonsten war alles weg und flog dann halt durchs All. Ich wurde da mehr oder weniger fast getroffen von dem ganzen Zeugs. Und ich muss sagen, ich bin echt so ein bisschen angepisst. Ich habe jetzt einfach dann halt noch das Ding, dieses Raumschiff an sich nochmal geladen, damit wir halt auf dem Kurs weitergehen können. Also es ist echt der Wahnsinn, was momentan alles nicht funktioniert. Wir werden nicht springen, ich werde nicht. Ach, dass dieser Safe Game nach dem Sprung ist. Also auch gar nicht mehr springen können. Was natürlich ganz okay wäre, denn dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Ja, also wir sind jetzt auch wirklich sehr nah dran. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn weg von unserem 1755, ja, 56. Das ist echt eine Riesendistanz. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir können nicht direkt hinspringen. Also ich denke mal, wir können einfach nur die Zielkoordinate eingeben und dann wird er uns sagen, es ist außerhalb der Reichweite des Sprungantriebs. Vielleicht kann man das erweitern, indem man so und so viele Sprungantriebe mit hinzufügt. Dass es dann heißt, oh hey, du hast einen Sprungantrieb Reichweite, du hast jetzt 10 Stück, das heißt, du kannst 1000 Kilometer. Wäre möglich. Ich habe keine Ahnung, ich müsste es nochmal nachgucken. Ich habe Sprungantriebe zusammen das allererste Mal so richtig benutzt, vorher nur mal kurz so rumgedümpelt, ausprobiert, aber eigentlich nicht so in dem Sinne nach Motto mir Gedanken gemacht, wie ist das denn, wenn ich eine weite Reise machen möchte. Einfach immer nur so mal vorher geguckt, oh, wie funktioniert das? Aha, lädt auf. Okay, ja, ich möchte springen. Ah, gut, okay, funktioniert. Das war's, ne, bisher eigentlich. Ja, von daher bin ich natürlich jetzt echt fasziniert und interessiert, wie das Ganze denn jetzt dann abläuft. Ich persönlich muss sagen, ich bin ziemlich angefressen von dem Update bisher, weil einfach es. Ja, ich weiß nicht, man merkt vielleicht ein bisschen, dass es ein bisschen runder läuft. Wobei bisher noch nicht, dazu müssten wir, ich weiß nicht, hatten wir so großartig Probleme? Ja, auf dem Planeten hatten wir Probleme, ja, definitiv, da hatten wir Probleme. Wo unsere Basis, unsere allererste Base, unser Startplanet, da gab es die Probleme mit der Performance, haben wir letztes Mal festgestellt. Ob die nun passiert sind oder ob es einfach vielleicht dann doch nur daran lag, dass wir auf Eis standen, was teilweise irgendwo mal unterhöhlt ist, aber dann auch weit genug weg von dem Punkt, wo wir standen, wäre möglich. Wäre durchaus möglich. Ich kann das nicht genau beurteilen, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem angefressen. Ich bin mega angefressen und ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt endlich es schaffen, auf diesem bei der Landung irgendwas schief gehen. Dass wir sagen, keine Ahnung, wir schaffen es. Das Ding 27G und so schnell können wir gar nicht bremsen, wie das Ding uns halt nach unten zieht. Dann werden wir natürlich dann so weitermachen, wie das jetzt passiert. Das ist jetzt einfach nur, ich möchte die Reise vernünftig zu Ende bringen, dass ich sagen kann, okay, wir sind hier gestartet, wir sind nach hier geflogen und dazwischen ist einfach halt nichts passiert, weil es ist ätzend. Also gut, klar, man könnte jetzt im Weltall stranden, aber wir wissen, wir können bei Space Engineers noch nichts irgendwie anfangen. Es macht keinen Sinn. Du kannst nicht aus nichts nichts machen. Aus nichts kannst du nichts irgendwas machen. Entschuldigung. Ja, es ist ein bisschen ermüdend gewesen, die ganze Warterei hier von dem Ladescreen und so. Ja, und von daher, wenn es jetzt möglich wäre, dass man sagt, okay, hey, du hast jetzt den Seiten. Das ist ja nicht, also hier die. Den Schnetzler, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also, das ist jetzt den Schleifer da nicht. Und alles. Also, wenn man das nicht hätte und du hast keine Ahnung, du hast halt keine richtigen Materialien oder sowas, also nur die Erze oder sowas, könntest du halt wissen. Ne? Und damit könnte man anfangen. Dann hätte ich gesagt: Okay, mit den Sachen. Wir brauchen das nicht, um neu anzufangen. Dann könnte man hier erstmal gucken, wie man zurechtkommt. Wobei das wirklich mega krass wäre, weil. Naja, wir haben halt keinen Sauerstoff, ne? Ja, das ist echt ein Problem. Aber so brauchen wir uns da die Gedanken gar nicht machen und fliegen halt jetzt weiter.
Ich hoffe ja wirklich, das soll ja dieses ganze Gameplay mit dem Start und so soll ja überdacht werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns bewegen, ehrlich gesagt. Oder ihr? Ja. Spiel scheint auf sich aufgehängt zu haben. Ist das geil, ey. Wie jetzt echt? Jetzt ohne Witz, Mann? Nee, irgendwas tut sich da aber. Guck mal, eben hat sich da. Okay. Muss ich das gerade verstehen? Also anscheinend funktioniert es wohl ein bisschen. Hä? Spinnt er jetzt rum so nach dem Motto, oh hey, da ist ein Planet, du willst landen oder was? Von wegen Performance. Was zur Hölle war das? Ja, vielleicht sind wir jetzt wirklich im Anfluggebiet des Planeten und der. Ach, er speichert. Deshalb? Okay, ich reiß echt nicht mehr, was hier los ist, ne? Ich muss sagen, als das letztes Mal war jetzt, war ich echt so weit, dass ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, eine Pause ist, das kann ich momentan nicht ab. Aber ja, anscheinend braucht man momentan ewig zum Speichern. Was ist da los? Das verstehe ich nicht. Ah, ehrlich. Vor allem, ich höre doch die Geräusche. Aber ich kann auch nicht Pause drücken. Also ich kann jetzt auch nicht hier Escape oder sonst was. Ah, klasse. Und warum? Also wir sehen aber, die Türme bewegen sich ein bisschen. Ich muss das gerade nicht verstehen, oder? Wird er endlich mal fertig mit. Was ist da mit diesem Speichern los? Ich speichere erst nochmal extra. Oh, ich glaube, das ist ein Fehler. Kann es an diesem Planeten liegen? Das klappt nicht. Also zumindest zeigt er mir den Mauszeiger an. Das ist schon mal was, aber trotzdem macht mich das jetzt nicht glücklich. Ich kann das Schiff nicht bewegen. Was zur Hölle ist hier los? Also es gab auch ein ganz kleines Update. Also wir bewegen uns anscheinend, aber. Ach, jetzt kann ich mich wieder bewegen, okay. Ja, jetzt sehe ich auch, wie alles auf mich drauf zukommt. Also anscheinend.